Kapitel 6 – Ein verlorenes Geschenk. Günthers Sicht, nahe Schatzstadt. Floingsbitte hatte ich somit schon zur Hälfte erfüllen können. Das Erbstück war nun in meinem Besitz. Und irgendwie würde ich es auch schaffen, es zu seiner rechtmäßigen Besitzerin zu bringen. Aber trotz diesem emotionalen Verlangen stand nun erst einmal der Fortschritt der Reise an erster Stelle. Ich musste den Ort finden, von dem Darkrai mir erzählt hatte, um dort ein Stück dieses Lichtherz zu bekommen. Doch irgendwie fragte ich mich auch, wie ich noch nie von diesem Ding gehört haben konnte. Denn letztlich musste es dieses Ding auch in meiner Heimat geben, denn dies war meine Heimat. Dieses neue Bewusstsein schwirrte immer noch in meinem Kopf herum. Einerseits barg es so viele Antworten, doch brachte auch so viele neue Fragen. Dass diese Welt wirklich meine Heimat war, erklärte die großen Zufälle, dass gerade Bisasam und Chelast bereits verstorben waren. Gleichzeitig hieß es, dass der Floink, der auf meiner Seite stand, wirklich derselbe war, den ich von früher kannte. Das hieß, er hatte es irgendwie geschafft, seinen Wahn zu überkommen. Obwohl diese Hoffnung schon lange verloren schien, besteht nun doch noch eine Chance für ihn, ein ruhiges, glückliches Leben zu führen. Und alleine dieses Wissen änderte alles. So lange hatte ich bedauert, dass es für ihn nie dazu kommen könnte, und nun wohl doch. Es stand wieder alles offen. Und auch Funkenherz. Ich hatte ja bereits zuvor überlegt, ob es in meiner Welt wohl auch ein Pokémon wie Funkenherz gäbe. Aber nun wusste ich ja, dass dieses kleine energiegeladene Shinnok wirklich die Tochter meiner beiden Freunde war. Ich erinnerte mich noch, als wäre es gestern gewesen, wie sich unsere Wege damals trennten. Als wir uns verabschiedeten, wünschte ich den beiden, dass sie eine goldene Zukunft haben würden. Und das sage ich so frei heraus, ich denke nicht, dass ich der Einzige war, der hoffte, dass die beiden irgendwann eine Familie gründen würden. Auch wenn es letztlich doch schneller ging, als ich gedacht hatte. Wenn ich darüber nachdachte, wie alt die Kleine war und wie viel Zeit vergangen war, sie konnte kaum ein Jahr nach dem Kriegsende zur Welt gekommen sein. Und gleichzeitig füllte das Bewusstsein hierüber mein Herz mit Freude. Als ich mich damals verabschiede, hätte ich gedacht, dass ich jede Chance verschenkte, jemals zu sehen, was die Zukunft all meiner Freunde wirklich bat und vielleicht ihre Nachfahren kennenzulernen. Und nun war ich wieder hier und durfte bereits Funkenherz kennenlernen. Doch auch einige Fragen warf das ganze Konzept dieser Welt als meiner für mich auf. Eevee zum Beispiel. War das, was Bulby und Shinnok mir über sie erzählt hatten, einfach eine falsche Erinnerung, von der sie alle offenbar mehr als genug hatten? Aber andererseits wirkte es nicht so, als würden sie aktiv über Dinge lügen, die eigentlich gar nicht geschehen waren, die ein anderes Pokémon betreffen. Und irgendwo konnte ich mir die beiden auch zusammen vorstellen. Und natürlich galt es zu bedenken, ich hatte ein ganzes Abenteuer meiner Freunde verpasst. War in diesem Abenteuer irgendwas zwischen Eevee und Spark vorgefallen, das die beiden nahe zusammengebracht hatte? Es war eine Art der Erzählungen in dieser Welt, auf deren Wahrheit ich sehr hoffte. Ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie Eevee nach dem Krieg geworden war. Wie sie ohne Chelast weitergemacht hatte. Lag für mich komplett im Verborgenen. Als ich die zwei kennenlernen durfte, waren sie bereits ein Paar und ich hatte sie bis zu Chelasts Tod eigentlich nie länger als 10 Minuten getrennt gesehen. Es wirkte irgendwie einfach surreal. Chelast und Eevee waren in meinem Gedächtnis einfach eingebrannt, als etwas, das von Natur aus gegeben war. Eine Paarung wie Sonne und Wärme oder Schnee und Kälte. Etwas, was man einfach nicht trennen konnte. Und doch musste Eevee jahrelang ohne ihn weitergelebt haben. Wenn sie tatsächlich einen neuen Partner gefunden hatte, dann würde ihr das definitiv auf ihrem Weg geholfen haben. Und ihr auch weiterhin helfen. Es würde ihr helfen, die Vergangenheit vergangen zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Auch wenn ich zugeben muss, wenn es stimmte, dann hätte ich Eevee doch recht falsch eingeschätzt. Denn ihre Loyalität gegenüber Chelast war immer so stark gewesen, dass ich vermutet hatte, dass sie es nicht mit ihrem Gewissen hätte vereinbaren können, einen neuen Partner zu finden. Deshalb hatte ich gerade den Verdacht, dass meine Freunde ihr doch den ein oder anderen Anstoß gegeben hatten, diese Entscheidung zu treffen. Aber natürlich war das alles nur theoretisch, da ich ja nicht einmal wusste, ob es wirklich stimmte.
Aber zumindest hoffte ich es, auch wenn ich Spark nicht als das sympathischste aller Pokémon kennengelernt hatte. Aber ich hatte auch schon in der Menschenwelt gedacht. Vielleicht war es ja nicht seine eigentliche Seite, die wir damals kennengelernt hatten. Hoffentlich könnte ich das nachholen, sobald der dunkle Gott endlich besiegt war. Aber um den dunklen Gott zu bezwingen, müsste ich diese Welt wieder entzerren und dafür bräuchte ich das Lichtherz. Also auf in den Wald. Im Wald kam ich schon bald zu einem sehr eigenartigen Schild an einem Baum. Betreten verboten, Militärgebiet. Dies war es, was darauf geschrieben stand. Es war wirklich eine Militärzone. Ich dachte, Darkrai hätte übertrieben. So nahe Schatzstadt? Ich hatte noch nie etwas von diesem Ort gehört. War aber ehrlich gesagt auch nie hier gewesen. Konnte also nicht beurteilen, ob dieser Ort von der Verzerrung betroffen war oder nicht. Etwas nervös war ich zwar, als ich die Grenze überschritt, doch mit dem Ausweis Darkrais im Gepäck dürfte mir nichts geschehen. Es dauerte auch tatsächlich nicht lang, bis ich von drei Pokémon bemerkt wurde. Alle drei waren Magnine, eines von ihnen etwas kleiner als die beiden anderen. Halt, was machst du hier? Unbefugte haben keinen Zutritt auf diesem Gelände. Ich kramte sofort das Stück des dunklen Kristalls aus meinem Beutel und zeigte ihn den Pokémon. Sie wirkten erst ein wenig perplex. Der dunkle Kristall? Schickt Darkrai dich? Weshalb das? Ja, Darkrai hat mir geraten, hierher zu kommen. Es ist eine wichtige Mission, um Leben und Tod. Kann ich mit eurem Chef reden? Gestattet. Ich war beinahe schockiert davon, wie schnell diese Antwort kam. Die Aussagekraft dieses kleinen Gegenstandes schien für die Pokémon hier wirklich riesig zu sein. Ich musste ihn einfach nur kurz vorzeigen, damit sich mir Tür und Tor öffneten. Und dies war an diesem Punkt wortwörtlich. Alle drei führten mich nämlich, mal wieder, zu einer Falltür im Boden, welche sie mit einer Art Schlüsselkarte öffneten. Irgendwas war auf dieser Reise mit Falltüren los. Naja, die drei ließen mich eintreten, gingen selber jedoch weiter. Das hatte ich mir aber bereits gedacht und es ergab auch Sinn, da sie offensichtlich gerade auf Patrouille waren. Nachdem ich eine lange Leiter hinabgestiegen war, erreichte ich einen großen Saal. Einige Pokémon hielten sich an diesem Ort auf. Die meisten schienen mich jedoch kaum zu beachten. Viele Türen waren überall im Saal verteilt, sodass ich erst einmal herausfinden müsste, wo ich mich nun hinbegeben musste. Viele andere Möglichkeiten, als jemanden zu fragen, blieben mir nicht, da ich nicht vorhatte, diese ganze Untergrundstadt, die dieser Ort wirklich zu sein schien, zu durchforsten. Letztlich wurde ich so durch einen scheinbar endlos langen Flur gelotst, bis ich eine Tür am hintersten Ende erreichte. Den Beschreibungen zufolge musste diese Tür die Tür zum Büro des Chefs dieses Ortes sein. Dementsprechend klopfte ich an die Tür. Eine sehr laute Stimme, die mich etwas an Groudon erinnerte, ertönte. Eintreten! Natürlich hatte ich nicht vor, dieser Anweisung nicht zu folgen. Im Inneren des Büroraumes befand sich ein Despotar. Bei langlebigen Gesteins-Pokémon ist es oft schwer zu sehen, doch diesem Pokémon sah man die Lebenserfahrung wirklich an. Wer bist du? Wer hat dich in dieses Gebiet gelassen? Die Patrouille. Darkrai hat mich hierher geschickt. Wieder einmal nahm ich den dunklen Kristall zur Hand. Mein Name ist Günther und ich benötige ein Stück des Lichtherzens, um die Sternlichtspitze besteigen zu können. Ich erwartete nicht, dass das Despotar die Geschichte einfach annehmen würde, ohne auch nur ein wenig verwirrt zu sein. Doch auch er schien dem Argument des Kristalls nichts entgegensetzen zu wollen. Ich verstehe, dann folge mir. Er führte mich den ewig langen Flur wieder zurück in den Hauptraum. Auf dem Weg fragte ich ihn etwas über diesen Ort aus und erfuhr so manch interessante Sachen. Doch ich habe das Gefühl, dass diese Details nicht in meine Geschichte gehören. Bald kamen wir in einem der Räume an, die sich vom Hauptraum abgrenzten. Kaum öffnete Tyrant, so hieß das Despotar, die Tür, spürte ich eine altbekannte Aura. Inmitten dieses Raumes schwebte ein eigenartiger Gegenstand. Der Name des Gegenstandes passte perfekt zu seinem Aussehen. Es wirkte wie ein güldenes Herz, pulsierend und doch nicht am Leben. All diese Eigenschaften zeigten seine Ähnlichkeit zu dem reinen Element. Hier ist es, die wohl mächtigste Energiequelle unserer Welt. Laut meinen Berechnungen reicht dieser Gegenstand alleine,
um unsere Heimat hier im Untergrund für mehr als 7 Milliarden Jahre mit ausreichender Energie zu versorgen. In einem Worst-Case-Szenario. Es ist ein Zeichen der Reinheit, weshalb es auch der Schlüssel zur Sternlichtspitze ist. Ich kenne weder deine Motive noch deine Mission. Aber wenn Darkrai der Meinung ist, dass du das Monument betreten musst, dann vertraue ich ihm. Aus einem etwas abgelegenen Regal nahm er ein leuchtendes Stück heraus. Ein Splitter des Lichtherzens. Nimm ihn und tu, was immer du tun musst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mein Besuch in dieser Geheimstadt unter Tage war sehr kurz geblieben, aber doch sehr interessant. Und vor allem unfassbar hilfreich. Ohne jegliche Probleme hatte ich das Stück bekommen. Es war beinahe schon zu einfach. Zum ersten Mal in diesem Abenteuer sollte wohl wirklich etwas ohne Probleme klappen. Dachte ich zumindest kurz. Aber das wäre wohl auch mal wieder zu einfach gewesen. Ich verließ die Basis und befand mich wieder im Waldgebiet. Bereit erneut meine Lagergrotte anzusteuern, um letzte Energie zu tanken, bevor ich mich zum verborgenen Land aufmachen würde. Doch schon nach wenigen Minuten hörte ich in der Ferne Stimmen. Ich erkannte die Stimme eines der McNine, die die Patrouille bildeten, was nicht allzu verwunderlich sein sollte. Doch die andere Stimme passte meinen derzeitigen Plänen gerade eher weniger. Wenn ein Kanimani an diesem Ort auftaucht, dann müsst ihr versuchen, ihn irgendwie zu fangen. Lasst ihn nicht fliehen und schon gar nicht in eure Stadt eindringen. Latias. Wenn dich das interessiert, er ist schon vor rund einer Stunde hier gewesen. Und er hat die Berechtigung von Darkrai selbst gehabt, also haben wir ihn seines Weges ziehen lassen. Kurz überdachte ich meine Möglichkeiten. Was? Wo? Ich denke, du suchst nach mir, oder? Ich trat zu den vier Pokémon. Latias Blick wirkte ein wenig überrascht, aber sehr entschlossen. Lasst das unsere Sorge sein, ihr drei. Geht wieder auf eure Patrouille. Erst schien eines von ihnen widersprechen zu wollen, wurde jedoch durch seine Begleiter aufgehalten und sie alle verschwanden. Du bist also wirklich hier? Und wie hast du Darkrais Erlaubnis erhalten? Er hat sie mir selber gegeben. Ohne ihn hätte ich nicht einmal gewusst, dass ich hierher kommen sollte. Das kann nicht sein. Sag die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Du kannst ihn selber fragen. Er steht auf eurer Seite, aber auch auf meiner. Er sagte mir, ich sei im Recht, doch euer Günther auch. Deshalb hilft er beiden Parteien. Du willst diese Welt verzerren. Das bestreite ich nicht mehr. Auch das hat Darkrai mir erklärt. Weißt du weshalb? Diese Welt ist meine Heimat, aber sie wurde vom dunklen Gott verzehrt. Und ich muss nun den Normalzustand wieder zurückbringen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber Latias schien tatsächlich nachdenklich zu werden. All deine Geschichten, der dunkle Kristall, Darkrai. Du kannst doch nicht wirklich recht haben, oder? In diesem Moment spürte ich. Wenn ich nun richtig handelte, gewann ich vielleicht wieder eine neue Mitstreiterin. Soll ich dir noch etwas sagen, Latias? Kurz verstummten wir beide, als ich ein weiteres Mal in meinem Beutel kramte. Bis ich endlich Floinks Erbstück gefunden hatte. Und natürlich erkannte Latias den Stein sofort. Was? Dieses Ding ist... Das Latias Nied? Woher hast du es? Woher ist erst einmal unwichtig. Zu viel zu erklären. Aber ich bin überzeugt davon, dass du es haben solltest. Ich übergab der sehr verwirrten Latias ihr verlorenes Geschenk. Ihr Blick zeigte, dass sie selber nicht ganz glauben konnte, was gerade geschehen war. Also, hatte mich mein Gefühl in Selberdorf nicht getäuscht? Du bist wirklich kein böses Pokémon.